ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Löwe-Video für den März. Ich hoffe, es geht euch gut. Schauen wir mal, was für ein Thema ihr habt. Immer so mühsam, diese großen Karten zu mischen. Okay, das Puzzle. Sollen wir die noch dazu nehmen? Oh, die Lupe. Das ist doch jetzt mal richtig, richtig spannend. Mit dem Puzzle geht es darum, Teile ganz genau zusammenzufügen. Und mit der Lupe geht es darum, ganz genau hinzuschauen, etwas quasi unter die Lupe zu nehmen. Sehr spannend. Hier erfordert etwas deine komplette Aufmerksamkeit. Ja, ich verwende fürs weitere Reading die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Schauen wir doch mal, was haben die Karten zu sagen? Das Herz, die Vögel, der Blumenstrauß. Ich glaube, ich kann alles ein bisschen weiter hier rüberlegen. Die Lampe blendet auch immer so ein bisschen. Dann sieht man die Karten besser. So, die Sterne, der Schlüssel, die Ruten, der Bauch, das Haus und der Berg. An der Unterseite vom Deck haben wir den Baum. Ja, mit dem Schlüssel hier in der Mitte ist es natürlich, geht es hier um eine Chance von dir, für die du hier genau hinschaust, genau die Puzzleteile zusammenfügst, wo du einfach mehr Informationen haben möchtest. Und diese Chance bezieht sich auf deine Pläne und ja, es geht hier um was Erfreuliches. Ich habe so den Eindruck, es geht um einen Herzenswunsch von dir. Und da gibt es aber viel Wirbel drum. Mit den Vögeln kommt immer ganz viel in Bewegung. Das können sehr viele Gespräche sein. Das kann stressig werden. Es wird auf jeden Fall aufregend und nicht langweilig. Die Karten raten dir, bei diesem Gefühl der Freude zu bleiben, dich auch auf Einladungen einzulassen. Und ja, sie gibt auch einen Hinweis, dass diese Sache für dich wie ein Geschenk ist. In dem Bereich, den du nicht einsehen kannst, der sozusagen im Dunkeln liegt, liegen die Sterne. Und die Sterne stehen ja immer für Klarheit und für Erfüllung. Also diese Sache birgt für dich tatsächlich eine Erfüllung in sich. Für einige von euch kann es hierbei auch um spirituelle Themen gehen. Auf jeden Fall sehe ich so, das Ziel ist sichtbar. Es ist klar, wo es hingehen soll. Auch wenn du das vielleicht in dem Moment noch nicht siehst, weil es liegt ja noch im Dunkeln, im Verborgenen. Ja, die nahe Zukunft bringt erstmal so ein bisschen Konflikte mit sich, wo du so ein bisschen ja, für die Stabilität auch einstehen musst und ein bisschen für kämpfen musst. Vielleicht sind es so verbale Kämpfe in der Hinsicht. Ja, es kann bis zu Streitgesprächen führen. Und es kommt dann einfach zu einer Art Blockade, einem Hindernis, was es noch zu überwinden gilt. Die Outcome-Karte, der Baum, zeigt aber
wirklich ein gesundes Wachstum an. Also hier mit deinen Plänen, da tut sich was. Und es zeigt an, dass es um die Stabilität geht und um deine Entfaltung, um dein Potenzial. Ja, lass dich nicht verunsichern, wenn du hier auf einen Widerstand triffst, weil das sieht alles so schön aus und ich denke, das lässt sich überwinden. Vermutlich nicht im März, aber in der nachfolgenden Zeit. Vielleicht gibt es ja noch ein Reading dazu, was dazu Aufschluss gibt. Wäre natürlich toll, ich kann es dir nicht versprechen. Ich lege immer das, was kommt, was wichtig ist. Ja, jetzt schauen wir mal, was gibt es denn noch für einen Rat für dich? Fällt schon eine runter. Es liegt an dir. Okay. Das heißt, du hast diese Situation eigentlich selbst voll im Griff. Du hast die ganze Macht über diese Situation und es liegt an dir, wie du damit umgehst, um am Ende diese Hürde zu überwinden. Auf jeden Fall gilt es, genau hinzuschauen und eben die Puzzleteile zusammenzustecken. Das wird wohl der Dreh- und Angelpunkt sein, um hier auch wirklich gut diese Hürde zu überwinden, dass du hier in deine Stabilität kommst mit deinen Plänen. Toll, aber es sieht mir wirklich danach aus, dass es absolut möglich ist, aber eben vermutlich nicht mehr im März. Liebe Löwen, ich fände es super spannend, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Ich freue mich natürlich auch über jedes Abo und vor allem ganz toll finde ich es, wenn du mir aufs Like klickst und mir ein Like dalässt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.